Hi, ich bin der Günther, ich komme aus eurer Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale, die Original-Englisch-Version mit einem deutschen Kommentator, der zu doof für gutes Englisch ist, aber immer noch besser als manche seiner Zuschauer wie mein Bruder, lol. Heute geht es etwas krasser weiter als im letzten Part, weil da war ich im Temmidorf und mehr ist gefühlt nicht passiert. Ich höre ein Gespräch. If I say my wish, you promise you won't laugh at me. Denn man kann sich etwas wünschen. Ja, jedenfalls behaupten das manche. Nun fragt jemand, ob der andere wirklich nicht lachen würde. Of course I won't laugh. Er wird natürlich nicht lachen. Someday I'd like to climb this mountain we are all buried under, standing under the sky, looking at the world all around. That's my wish. Ja, wer auch immer das gesagt hat, will die normale Welt sehen. Den Himmel, diesen Berg, in dem alle hier eingesperrt sind, besteigen. Du hast Gelächter. Hey, you say wouldn't laugh at it. Ja, natürlich hat er gelacht. Sorry, it's just funny. That's my wish too. Ja, er hat nur gelacht, weil es auch sein Wunsch ist. However, there's a prophecy. The angel, the one who has seen the surface, they will return and the underground will go empty. Ja, der Engel von dem Gespräch mit der alten Schildkröte aus dem Shop. Apropos, ich hab mir wieder hier. Ja, dieser Engel, der schon einmal die Oberfläche gesehen hat, wird kommen und danach wird der Untergrund leer sein. Bloß in welcher Form? Und ich habe schon wieder die Stimme vergessen. Yay. Yo. Yo, I know I'm not supposed to be here, but I wanna ask you something. Man, I've never had to ask anyone this before. Yo, you're human, right? Man, I knew it. Well, I know it now. I mean, Undyne told me, stay away from the humans, so like, I guess that makes us enemies or something, but I kinda stink at that. Yo, say something mean so I can hate you, please. Natürlich nicht. Er will, dass ich irgendwas Arschiges sage, damit er mich hassen kann, weil ich bin ja ein Mensch und da soll er mich hassen. Yo, what so I have to do it? Here goes nothing. Yo, I hate your guts, man. I'm such a turd. I'm gonna go home now. Er geht. Aber er fliegt mal wieder auf die Fresse. Wait, help, I tripped. Er hängt fest. Aber ich helfe ihm. Sehr gut, so geht das. Yo, dude, if you wanna hurt my friend, you're gonna have to get through me first. Ja, er sagte, dass Undyne nicht an ihm vorbeikommt. Yay. She's gone. Yo, you really saved my skin. Guess being enemies was just a nice thought. Well, I just have to be friends instead. Man, I should really go home. I bet my parents are very sick about me. Ja, jetzt geht er wirklich nach Hause, ohne auf die Fresse zu fliegen. Later, dude. Weil ich hab ihm den Arsch gerettet. Je. Kommt nochmal ein Safe? Die Entwickler sind asozial wie Scheiße. Die Entwickler sind. Moment, die? Toby Fox ist eine Mehrzahl, Leute. Ich habe jetzt schon Angst. Ich meine, jetzt kommt der Bosskampf gegen Undyne. Und der letzte Safe war bei Napster Blukes Haus. Ne? Seven human souls and King Asko will become a god. Six. That's how many we have collected this far. Understand? Through your seven, the final soul is what will be transformed.
First, however, as is customary for those who make it this far, I shall tell you the tragic tale of our people. It all started long ago. No, you know what? Screw it! Why should I tell you that? Now we're about to die! You! You're standing in the way of everybody's hopes and dreams. As the history books made me think humans were cool. With their giant robots and flowering slots. Ja, du erzähl mir jetzt nicht Geschichten. Das ist weil die Wirklichkeit sowieso umgehen. Wir dachten, dass das die Menschen so gut nicht Bücher von Dr. Elvis. Ich weiß nicht, ob Dr. Elvis ein Herr oder eine Sie ist. Ich denke eher sie, aber ich sag einfach sie. Und zwar. Das sind Animes. Und Dr. Elvis ist einfach ein Anime-Freak. Deswegen glaubt an deinen Menschen haben riesige Roboter und schwertkämpfende Prinzessinnen. But you, you're just a coward. Hiding behind that kid who could run from me again. And let's not forget your wimpy goody two-shoes stick. Oh, I'm making such a difference by hugging random strangers. You know what would be more valuable to everyone? You were dead? That's right, human. Continue the existence of the crime. Your life is all that stands between us and our freedom. Ich konnte jetzt gerade zum Beispiel von Monster Kid nochmal wegrennen. Aber jetzt wird sie mich umbringen, weil ich das letzte zwischen hier in der Freiheit der Monster. Right now I can feel everyone's hearts pounding together. Und sie fühlt das Herz jedes Monsters im Hintergrund auf einmal schlagen. Everyone's been waiting their whole life for this moment. We are not nervous at all. But everybody puts their hearts together, they can't lose. Now, human, let's end this right here, right now. I'll show you how dumb monsters can be. Step forward when you're ready. Stop now, here's an unsafe off the tower. Der Wind. Jetzt bin ich in den Schluss. That's it, then. No more running away. Here I come. Hier Möglichkeit. Fleet Challenge. Das grüne Herz heißt, ich habe ein Schild. Challenge. Deine Attacken sind zu gut. As long as you're green, you can't escape. Unless you learn to face danger head on. You won't last a second against me. Ihr seht. Ich weiß, dieser Kampf funktioniert, deswegen mache ich das hier so. Not bad, then how about this? Das ist was da. Ja, ich will einfach freundlich sein. Ihre Attacken bekommen ein bisschen weniger Extremität. Scheiße. Ich muss weiter challengen. And now sunlight is just within our reach. Gott. Ich muss sie erschöpfen. I won't let you snatch it away from us. Wo wehrt man das ab? Irgendwann kann ich flüchten und das ist das Einzige, was ich in diesem Kampf zu tun kann. Ich mache nur noch Spiel. Na, not warming up! Scheiße. Kacke. Oh, ich kann flüchten, aber vorher wieder machen, nicht, dass es schief geht. Halb 18 Minuten.
Jetzt. Ich bin nicht mehr grün, deswegen kann ich flüchten. Tschüss. Hilfe. You want to get away from me this time? Ja. Ich muss warten, bis ich nicht mehr grün bin. Honestly, I'm doing your favor. No human has ever made it past Asgore. Killing us an act of mercy. Warum sollte ich ihre Attacken schneller machen? Okay, ich kann das nicht machen. Nichts passiert. Stop being so damn resilient, Dinge. Oh, Kacke. Ich bin weg hier. Eine Attacke muss richtig. Efforts holding humans were determined. Ey, Mann, mein Undertale hat sich geschlossen. Das bringt hier nichts, schneller zu werden. I see no what she meant by that. Die Pfeile zeigen in die Richtung, in die sie kommen. Die gelben gehen immer gern woanders hin. But I'm determined too. Und ich hätte es schon gerne. Determined to end this right now. Ah, da wäre noch was gekommen. Right now! Einen muss ich hier noch machen. Right now! Mm. Alter. Scheiße, ein Treffer. Ich muss hier wieder an. Aber ich stelle mich hier nicht so. Na, da ja! Okay, ich kann wieder fliegen. Das ist ganz, 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 ganz gut. Schluss. Ist doch gerade dein verschissener Ernst? Call Kyrus! Hey, what's up? I was just thinking you and Emmen should all hang out sometime. Did you make great calls? Danke, Papyrus. Stop running away. Oh. Sie macht es nicht mehr gut. Es hat keinen Ernst. An deiner Temple of Science. Ich hab's geschafft. Allein ist scheiß langsam. I'm so hot. But I can't give up. Ihre Rüstung ist natürlich in so einem Ort viel, an so einem Ort viel zu heiß. Aber wir machen hier Pazifisten-Run. Ein Wasserspender. Hier nehme ich einen Becher. Hier nimm's. Ich rette deinen Arsch.
und geh weg. Ja. Sans ist einfach weg. Ich weiß aber auch wo. Und ich gehe jetzt wieder mal zurück. Obwohl, nee. Ich mache erstmal ein bisschen weiter in Hotland. Ich müsste bald die Teleportmöglichkeit bekommen und dann kann ich mich sehr in die Nähe von Ander ins Haus, bei dem Papyrus ja schon wartet, hin teleportieren. Jetzt ist hier so ein Typ beim Wasserspender. Okay. I was thirsty, so I came over from waterfall to get a drink. Er ist durstig, deswegen ist er vom Wasserfall gekommen, um hier was zu trinken. Die Typen da oben lassen mich nicht durch. Und ein merkwürdiges Labor. Direkt rechts von mir. Hallo, Fehlemann. No, I'm the river man. Oh, am I the river woman? It doesn't really matter. I love to ride on my boat. Would you care to join me? Yeah. Where will we go today? Waterfall. Then we are off. Hier habe ich auch schon erzählt, kann es eventuell eine Anspielung an Gäste geben, weil diese Person sagt immer mal wieder was anderes. The water's so wild today, that's good luck. Ja, heute ist das Wasser sehr wild, das ist, da haben wir Glück mit, aber nichts über Gäste. Und jetzt wird's viel besser rumzureisen. Come again sometime. Auch wenn es nur diese drei Anlaufpunkte gibt, die ich jetzt schon habe. Wie viele Items habe ich noch dabei? Habe ich hier noch irgendwas? Hier zwei. Ah, ne, erstmal Inventar. Hier einen Ice Cream. Und die Schleife hätte ich auch verkaufen können im Termidorf, aber. Ja. Wo wir gerade sind, einen Bosskampf, den bisher besten bei mir. Jawohl. Hinter uns haben, gehen wir hier oben mal schön an deinen Besuchen. Oh, the human arrived. Are you ready to hang out with Andai? I have a plan to make you two great friends. Ja, ich mache mit. Okay, stand behind me. Übrigens, das Papyrus State und das hier, dachte ich, wäre nur optionaler witziger Content. Aber man muss beides machen, wenn man das Pazifistenende haben will. Wusste ich auch nicht. Psst, make sure to get her this. She loves this. Ein Knochen, was denn sonst? Das ist Papyrus. Hi Papyrus, ready for your extra private 101 training? Ja, Papyrus ist bereit für sein 1 gegen 1 Training. You better have and a brother friend. Ja, er hat einen Freund mitgebracht. Hi, I don't think we... Ja, wir haben uns sicher noch nie getroffen. Schon gar nicht. Vorgefühlt 30 Sekunden, als du mich umbringen wolltest und ich dir am Ende den Arsch gerettet hab. Why don't you two come in? Ich hab Angst. Here, Andai. My friend brought a gift for you on their own. Sicher war ich das selbst. Thanks. I'll pull it with the others. 327 weitere Knochen von Papyrus. So, are we ready to start? Whoopsie doopsie, I just remembered I have to go to the bathroom. You two have fun! God! Diese Szene! Papyrus sagt plötzlich, er muss ins Bad und springt mit einer richtig schlechten Shooting-Star-Animation aus dem Fenster. Oh Gott! So why are you here? Drop your victory into my face? Und sie fragt, ob ich hier bin, um mir meinen Sieg ins Gesicht zu reiben. To terminate me even further? Is that it? Nö. Then why are you here? Wait, I get it. You think that I'm gonna be friends with you? Right? Ja, das schon. Really? Delightful, I accept. Let's all frolic in the fields of friendship. Not! Why would I ever be friends with you? You weren't my house guest
I'd beat you up right now. You're the enemy of everyone's hopes and dreams. I will never be your friend. Now get out of my house. Ja, sie sagt, sie will niemals mit mir Freund sein, weil ich stehe ja zwischen den Träumen der Monster und ihrer Freiheit. Zwischen den Monstern selbst und ihrer Freiheit. Dang, what a shame. And I could be friends with you, but I guess I overestimated her. She's just not up to the challenge. Challenge? What? Papyrus, where is he? Damn it. Thinks I can't be friends with you. Ja. Weiß genau, Papyrus weiß, wie er Undyne dazu bringen kann, mit mir befreundet zu sein. Tja. So wie Undyne drauf ist. Man muss ja einfach sagen, dass sie es also nicht schafft, mit mir befreundet zu sein. Und schon macht sie alles, damit es klappt. What a job! If I could make friends with a wimpy loser like you any day, I could make her. I'd show him! Listen up, human! We're not just going to be friends, we're going to be besties! I make you like me so much, you won't be able to think of anyone else! It's a perfect revenge! Why don't you have a seat? Yay! Ich will jetzt, dass wir so gute Freunde werden, dass ich an niemand anderen mehr denken kann. Das ist genau voller Wahnsinn. One time Elvis, Rex came over here. All he did was lie sexually on the island and fed himself great. I don't really like that guy, but I admire his lifestyle. Einer von Elvis' Freunden, den wir auch kennen, ist nach Schule gekommen und hat sich nur auf das Piano gelegt und Traum gegessen. Wanna see my room? Too bad, no nuts allowed. Well, maybe somewhere. Ich darf nicht fliegen. Ihren Zimmer sucht. Eine Teetasse in Form eines Fisches. Humans like but their history, keine rules. Case in point is giant sword. Historically, humans wielded swords up to their 10 times their size. Auf jeden Fall. Yeah, I knew it. When I first heard that, I immediately wanted to win. So me and Elvis built a giant sword together. She figured out all this first time. She's smarter. Ja. Sie glaubt immer noch, dass Menschen riesige Schwerter haben. Boah, ich setz mich hin. Comfortable? I'll get you something to drink. Sie wird mir was zu trinken, Leute. I'll say, what would you like? Hey, don't get up! You're the guest! Sit down and enjoy yourself! And why not just point to what you want? You can use the spear. Yeah. Tee. Ein Schwert. Der Kühlschrank. Soda. Zucker. Undyne. Ich hätte gerne ein Schwert zu trinken. Believe me, I would gladly give you your fill of thoughts if you weren't my beloved house guest. Und dann nehme ich noch heiße Schokolade. Oh, you want some hot chocolate? Wait, I just remember that container's empty. Stop getting it because it was always a hassle. Esker kept getting marshmallows stuck in his blood. Sie hat keinen Kakao. Dann nehme ich hier eine Limo. Oh, Soda actually even threw your point at you. You don't look happy. That's fine. Think Soda's gross. Rots your teeth. It rots your fighting spirit! Why do I have it? Sie sagt, der macht die Zähne und das Gehirn kaputt. Sie muss letztendlich Tee nehmen. Are you hitting on me? Dann nehme ich Zucker, bitte.
That sugar's for the tea. I'm not gonna give you a cup of sugar. What do I look like? The ice cream woman? Do human ice cream woman terrorize humanity with energy spears? Are the ice cream some a prelude to destruction? Is that it? The fact of the ice cream for the mansion. Terrorisieren und Energieschwere besitzen und ihr Eiswagen ein Lied der Zerstörung ist. Ja, natürlich. What, really? That rules? Ja, kann man nicht durchschlagen. The bridge, what to have? The entire bridge? No! Nein, alles schon. Ja, da steht sogar correct choice. Tier, coming right up. Ja, das kriege ich natürlich. Ich darf mir nicht mal aussuchen, welche Geschmacksrichtung oder was. Ich mag nicht mal Tee. It'll take a moment for the water to boil. Ah. Okay, it's all done. Glaube ich, habe ich gesagt. Die Tasse kann eigentlich nicht stehen, aber egal. Here we are. Careful, it's hot. It's not that hot. Just drink it already. Ja, es brennt. Aber es ist schon auch lecker. It's pretty good, right? Nothing but the best for my absolutely precious friend. And then it's a bit crazy. Hey, you know it's kind of strange you choose that tea. Golden flower tea. That's Esco's favorite kind. Actually, now that I think about it, you kind of remind me of him. You're both of total weenies. Sort of. Ja, ich und Esco sind beide Weicheier. You know, I was a pretty hot-headed kind. Ja, sie war ein dickköpfiges Kind. Wer hätte es gedacht? Wieder gute Musik. Once to prove I was the strongest, I tried to fight Asgore. Emphasis on tried. He couldn't land a single blow on him. And worse, the whole time, he refused to fight back. Was so humiliated. Afterwards, he apologized and said something goofy. Excuse me, do you want to know how to beat me? I said yes, and from then on, he trained me. One day, during practice, I finally knocked him down. I felt bad, but he was beaming. Ja, und dann hat einer gegen Asgore gekämpft, als sie ein Kind war. Und sie hat ihn nicht, sie konnte nichts ausrichten. Aber Asgore hat nicht zurückgekämpft. Und am Ende hat er sie trainiert. I've never seen someone more proud to that kick, to their butt kicked. Anyway, long story short, he kept training me. And now I'm the head of the Royal Guard. So I'm the one who gets the train dogs to fight. Like a Papyrus. Ja. Inzwischen ist sie die Anführerin der Königswache und trainiert die Lappen wie Papyrus. But, to be honest, I don't know if I can ever let Papyrus into the Royal Guard. Don't tell him I said that, he's just... Well, I mean, it's not that he's weak. He's actually pretty freaking tough. Er hat mich öfter getötet als du! Also eigentlich hat er mich nicht getötet. Aber er hätte mich getötet, wenn er nicht absichtlich es gelassen hätte. Das heißt, er ist stärker als du. Papyrus sollte der Anführer der Königswache werden. It's just that he's too innocent and nice. I mean, look, he was supposed to capture you and ended up being friends with you instead. Could never send him into battle. He'd get ripped into little smiling shreds. That's part of why I started teaching him how to cook, you know? Ja, nochmal jetzt kurz zusammengefasst wieder. Sie kann Papyrus wahrscheinlich nicht in die Königswache lassen, weil er ist schon nicht schwach, aber er ist einfach zu nett. Und
Anstatt, er sollte mich fangen, aber er ist jetzt mein Freund und... du auch anderen. Ja. Und jetzt bringt sie ihm Kochen stattdessen bei. So, maybe he can do something else with his life. Oh, sorry, I was talking for so long. You're out of tea, aren't you? I'll get you some more. Sie bringt mir mehr Tee. Wait a second. Papyrus, his cooking lesson. He was supposed to have that right now. And if he's not here to have it, you'll have to have it for him. Closer than you ever imagined! Ah, Brave, we're gonna be best friends! Dieses Gemüse, mein schlimmster Feind. Now pound it just with your fist. Yeah! Oh, Hassan, I'm uniting against this ingrat. Now it's my turn. Scheiße, warum? Gott, sie hat jetzt diese komplett zerstört. We'll just grab this into a bowl. Wenn das später geschickt wird. Not for now! Und wenn ich auf den Boden stampfe und alles halt dann los. Oh. We have the noodles! Oh, mit Nudeln ist alles besser. Ja, just by store brand! They are the cheapest! I just put them into the pot. Ich werde sie natürlich nur bald reinwerfen. Throw everything into the pot. Er zahlt die Challenge. Ja. Oh Gott, ich schmeiß gleich die Packung mit rein. Ja, I meant it! Man das andere macht, dann sagt an deinem, man soll es so machen und macht es dann. Alright, now it's time to steal the pasta. The general rule of thumb. The more you stamp, the better it is. Let me do it! Was? Ich gewöhne mich schwer, ein schlechtes Kopf zu machen. Ah, that's the start. Alright, now for the final step. Turn up the heat. Let's store up some classic passion. Let your sentence turn into burning fire. So, in meiner Hoffnung, ich kann mich auf alle Fälle. Butter! Darling! Butter! Aus Versehen mein Haus angezündet. Ah! Man, no wonder Papyrus sucks at cooking. So what's next? Scrapbooking friendship bracelets? Oh, who am I kidding? I really skewered this up, didn't I? I can't force you to like me, human. Some people just don't get along with each other. Ja, sie glaubt inzwischen. Sie kann mich nicht dazu zwingen, ihr befreundet zu sein. Manche Wesen, sag ich mal, weil Mensch bin ja nur ich, verstehen sich einfach nicht so gut. And if we can't be friends, that's okay, because we're not friends. Ja,
Es ist okay, wenn wir Capcom sind, weil wenn wir es nicht sind... It means I can destroy you without triggering it! Regain my lost pride? Übrigens auch, wenn man normal angreift. What? That's the best you can manage? In attacking at full force, you just can't muster any intent to hurt me, huh? You know what? I don't actually want to hurt you either. At first I hated your stupid saccharine shtick, but the way you hit me right now, it reminded me of someone I used to train with. Now I know. You aren't just a... Wimpy loser. You are a wimpy loser with a big heart, just like him. Listen, human. It seems that you and Asuka are fated to fight. But knowing him, he probably doesn't want to. Talk to him. I'm sure you can persuade him to let you go home. Eventually, some mean human will fall down here. And I'll take their soul instead. That makes sense, right? Oh, and if you do hurt Asuka, I'll take the human souls. Cross the barrier and beat the hell out of you. That's what friends are for, right? Now let's get the hell out of this flaming house. With this house fire. Well, that was fun, huh? We'll have to hang out again another time. But, somewhere else, I guess. In the meantime, I guess I'll go hang with Papyrus. So if you need me, drop by Snowden, okay? Oh, and if you ever need help, just give Papyrus a ring, okay? Since we're in the same spot, I'll be able to talk to you. Well, see you later, Punk! Ja, das war's mit diesem Treffen. Ja, jetzt sind wir Freunde geworden. Ich erinnere sie immer noch an Asgore. Und dieser Part ist schon wieder ganz schön lang. Im nächsten geht's weiter in Hotland. Bis dann!